Also, meine Damen und Herren, wir haben ja hier ein Praxisseminar um eine Technologie, die sich Pentacam nennt. Ist bekannt. Wer von Ihnen hat denn so ein Gerät? So, nicht jeder zeigt auf, wahrscheinlich hat auch nicht jeder, der Besitzer manchmal aus Praxis. Machen Sie nochmal ganz hoch, ich will mal gerade sehen. Oh, das ist ja ausreichend. Da ist ja genügend Material da. Financial Disclosure für den Vortrag. Wir arbeiten mit Oculus zusammen. Wir haben viele Arbeiten auf dem Gebiet der Scheibenflug-Tomographie geschrieben. Ich will ein bisschen durchgehen. Wir haben 20 Minuten, ist das korrekt? 24 Minuten? Okay. Also die computerisierte Videokeratoskopie geht ja jetzt zurück 25 Jahre. Das sind ja vom Prinzip die Entwicklungen von ISIS damals gewesen, die damit angefangen haben, überhaupt mit Placidoscheibensystemen die Hornhaut aufzunehmen. Es kam dann vom Prinzip, Sie kriegen dieses Bild, und es kam dann vom Prinzip hier diese Scheibenflugtomographie dazu, die eine Vorderabschnittsabbildung macht, die Ihnen mit der Technologie, die ich kurz erkläre, die haben Sie wahrscheinlich schon gehört, weil sie Raytracing unter anderem benutzt, den vorderen Augenabschnitt Ihnen darstellt. Sie haben hier so ein Bild. Das sind Bilder, die kommen typischerweise aus den Schmieden der Entwickler. Und Sie sehen hier Vorderabschnitt, Bild. Sie sehen sehr schön die Hornhaut, Sie sehen die Vorderkammer, Sie sehen die Pupille, Sie sehen die kristalline Linse. Und Sie sehen vom Prinzip dann dieses Bild, was sich daraus entwickelt. Und da gibt es sehr viele Anwendungen, die will ich Ihnen so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht nochmal als Einleitung, eines der wichtigsten Entwicklungen in den letzten 10 Jahren oder sagen wir mal 5 Jahren ist vom Prinzip die Vermessung der Hornhaut, die Hornhautbrechkraft. Weil wir wissen wollen, nicht nur wie die Vorderfläche der Hornhaut, sondern auch die Hinterfläche der Hornhaut sich verhält. Weil man weiß, dass die Gesamtbrechkraft von beiden Systemen abhängt. Mehr von der Vorderfläche als von der Hinterfläche. Aber überall wird etwas angenommen, weil wir die hintere Krümmung bis dato nicht messen konnten. Das können wir jetzt mit der Scheibenflugtomographie machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das berechnen kann. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier auf die Scheibenflugtechnologie. Das ist nochmal die Gesamtbrechkraft. Diese Karte nimmt eben vordere und Hinterfläche und gibt damit eigentlich diesen wahren Wert an. Das ist das, was Sie wirklich brauchen, um zu messen und zu sagen, wie ist diese Hornhaut aufgebaut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hier ist aus der Karte von Oculus, Pentacam, ein Wert, den ich hier mitgebracht habe. Das ist ein Patient, der hat einmal auf dieser Karte finden Sie die Keratometriedaten, also 4 Punkte gemessen, oder Sie finden die Gesamtbrechkraft der Hornhaut. Und in dieser speziellen Karte ist es 2 Dioptrien, Keratometrie und 2 Dioptrien Gesamtbrechkraft. Das heißt, relativ gleicher Wert. Da können Sie von ausgehen, dass das relativ gleich ist. Es gibt ein anderes Beispiel, ich werde gleich in meinem Vortrag darauf eingehen. Der Unterschied ist 0,1. Anderer Wert ist hier, da haben wir 0,1 Simke gemessen, also quasi kein Astigmatismus. Wenn Sie aber die Gesamtbrechkraft nehmen, kommt da 1 Dioptrien raus. So, das ist jetzt für mich, wäre das zum Beispiel ein Unterschied, wo ich genau darüber nachdenken müsste, mache ich bei diesem Patienten eine torische Multifokallinse oder keine torische Multifokallinse? Wenn Sie rein nur die Keratometrie gemessen haben, würden Sie es nicht tun. Wenn der Patient nachher 1 Dioptrien Astigmatismus hat, dann wird er eventuell unzufrieden sein. Und das wollen Sie vom Prinzip vermeiden und deshalb berechnen Sie sowas ein. Wir haben gefunden in einer Arbeit, auch hier publiziert, Journal Cataract Refractive, mit 5 unterschiedlichen Möglichkeiten, Topografien, Placidoscheibensysteme, Keratometrien, dass wir insgesamt mit der Scheibenflug die höchste Wiederholbarkeit bekamen, was die Messung des Astigmatismus anging. Das war bei uns, gibt andere Daten dazu, aber letztendlich zeige ich Ihnen ja hier, was wir insgesamt gefunden haben. Wir haben insgesamt, das nur mal als insgesamt ja heute Systeme, Sie wissen, dass sich die Intraokularlinsenkalkulation von der Kalkulation typischerweise auf die Laserinterferometrie letztendlich jetzt geeinigt hat, damit kriegen wir die besten Daten. Im IOL Master 500, den noch viele Praxen haben, ist vom Prinzip nur die Vorderfläche gemessen. Im 700er wird die Hinterfläche gemessen. In der Scheibenflugkamera, Pentacam, plus der Möglichkeit der Achsenlängenmessung wird auch die Hinterfläche, wird also alles zusammen gemacht. Das heißt, Sie haben hier in der unteren Möglichkeit eine Kombination aus Achslängenmessung und Hinterfläche und die kombiniert dann auch letztendlich noch diese Messmethoden und das ist interessant. Das ist diese Pentacam AXL,
mit unterschiedlichen Möglichkeiten, viele Karten, die da abgerufen werden, und sie misst die Hornhautbrechkraft und sie misst die Achslänge. Relativ schnell werden diese Bilder angefertigt und Sie sehen hier an der Karte Achsenlänge, Intraokularlinsenberechnung, Scheinflugimaging, 3D-Vorderkammerdarstellung, Hornhautdicke, Elevationskarten, 3D-Kataraktanalysator, Fake-Linsenmodul, Behlen-Ambrosio, das heißt Screening für Ektasien oder für Keratokonus, dann Holiday Report für unterschiedliche Parameter, nochmal die Tomographie und Linsendicke, also Hornhautdensiometrie, also die unterschiedlichen Möglichkeiten der Hornhautdarstellung, Katarakt-Prescreening, Indizes und auch noch korneale Ringanpassungen, also vom Prinzip sehr viele Technologien, die hier vereint sind. Und das geht dann im zweiten Schritt auch noch dazu, dass der Goldstandard, die PCI, also die partielle Kohärenzinterferometrie, für die Achslängenmessung da eingesetzt wurde. Gut, und hier sehen Sie nochmal die Pentacam AXL, diese Methoden, die das letztendlich reinsetzen. Und wir haben uns auch da die Mühe gemacht und haben diese drei Methoden, die ich Ihnen eben genannt habe, 500, 700 und Achslängenmessung und Messung der Hornhaut, verglichen in einer prospektiven Studie. Wir haben erst retrospektiv angefangen, haben uns dann entschieden, das aber prospektiv zu machen. Wir hatten damals 79 Patienten, haben die mit all diesen drei Methoden durchgemessen. Und was wir gefunden haben, ist ein sehr wichtiger, glaube ich, Hinweis, dass wir Achsenlängenmessung keinen Unterschied gefunden haben. Das heißt, Sie können die AXL genauso gut einsetzen wie den 700er und den 500er. Von der Achslänge war das gleich. Und wir haben in der kornealen Messung auch sehr viele Vorteile gefunden. Insgesamt zeigte sich von dem 700er und der Pentacam die ähnlichen Werte, weil die 700er, und das hatte sie damals noch nicht, die Hinterfläche nicht messen konnte, aber wir konnten hier relativ gleiche Werte nehmen. Das heißt, wir konnten für uns feststellen, dass wir ein System haben mit der Pentacam AXL, das wir wirklich auch hier einsetzen können für Kalkulationen. Ich habe Ihnen mal 6 Fälle hier in den nächsten 15 Minuten, um ein bisschen in die einzelnen Fälle reinzugehen, so aus der Praxis mitgebracht. Und ich hoffe, Sie können da so den einen oder anderen kleinen Trick mitnehmen. Ich fange mal an mit Astigmatismus mit der Regel. Da sehen Sie erstmal, Cursor ist hier, glaube ich, ganz gut. Sie sehen hier Astigmatismus auf dieser Karte, sagittale Karte. Und Sie sehen hier die Gesamtbrechkraft. Und wenn ich das jetzt durchgehe, ist die Frage, wie kann ich denn überhaupt die Stärke des Astigmatismus festlegen? Das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich kann die Keratometrie nehmen und wenn Sie das sich hier anschauen, ich habe es dann eingezeichnet, die Höhe des Astigmatismus wird hier angegeben mit Simke 1,6, Gesamtbrechkraft 1,6 und dann sehen Sie im Kästen auf der rechten Seite, sehen Sie vom Prinzip hier keine Abweichung von den beiden Werten. Also es ist schon mal eine sehr schöne Darstellung. Und Sie sehen auch hier, die gesamte Astigmatismusbrechkraft ist minus 1,4 bei der Achse 169 Grad, also Astigmatismus mit der Regel. Das finden Sie alles in diesem Display drin. Hier ist nochmal das Beispiel. Und die Frage ist jetzt, welche Achse nehme ich denn? Zurück zur Frage war, wie kann ich die Achse bestimmen? Das ist relativ klar zu sehen. Wie mache ich das? Da gehe ich nochmal die Daten an und vom Prinzip kriege ich hier die Achse, wie ich schon eben gesagt habe, 169,2. Das wäre jetzt meine Achse, die ich anstreben würde für die Implantation zum Beispiel einer torischen Linse. Zweiter Fall, Astigmatismus gegen die Regel. Hat jemand einen Pointer von Ihnen zufällig? Falls, wäre das super, weil dann kommt, Giacomo, thank you. The first? The first. Yeah, great. Also Astigmatismus gegen die Regel, sehen Sie hier schön, das ist diese liegende Bowtie, wenn Sie so wollen, hier nochmal schön dargestellt, da ist die Achse, die sich dahinter wirkt und dann sehen Sie hier den Fall, 62-jährige Dame, Refraktion 1,5, 92, also Astigmatismus gegen die Regel 0,707, hat mal eine Entzündung gehabt, Kataraktvoruntersuchung. So, und jetzt habe ich die Situation, ich muss mir hier anschauen, 0,7 Astigmatismus, Gesamtastigmatismus und hier habe ich einen Wert, der dementsprechend 0,3 beträgt auf den Keratometriewerten. Hier habe ich 1,1 und 1,4.
auch nochmal hier dargestellt. Also ein Unterschied von 0,3 Keratometrie versus Gesamtbrechkraft. Hier haben wir es nochmal aufgearbeitet. Da sehen Sie die Zahlen 0,7 und 1,4. Dann haben wir die Brechkraft mal hier rausgenommen. Wenn Sie jetzt den IOL Master nehmen, dann kommen da andere Zahlen, minus 1, minus 0,1 und minus 0,7, also geringere Astigmatismen. Und dann würde die Linse vorgeschlagen werden. Und wir haben uns damals, haben das angeguckt, haben uns dann vom Prinzip hier nach der Pentacam auf eine torische Linse, zumindest am linken Auge, geeinigt und haben dann auf der rechten Seite keine torische und auf der linken Seite eine torische Linse genommen. Zwar kleiner, aber die 2-0er ist der kleinste Wert. Und Ergebnisse sind so gewesen, Patient war sehr zufrieden, um es vorwegzunehmen. Und wir hatten, wenn Sie das hier anschauen, praktisch ein emmetropes Ergebnis. Wir haben den Astigmatismus korrigiert, auch wenn es nur wenig war. Wenn der Patient jetzt hier noch eine Dioptrien-Astigmatismus gehabt hätte, wäre durchaus die Chance, dass ein Patient unzufrieden ist, gegeben. Gerade bei multifokalen Optiken. Drittes Beispiel, Irregularitäten. Hier sehen Sie ganz schön, wenn Sie das haben, eine Kornea-Irregularität zu dem Fall. 61-jähriger Patient, Scheimflug, subjektive Refraktion, hatte radiäre Keratotomie. Ich gehe nochmal zurück, das ist ein typisches Beispiel, wenn wir das Bild uns nochmal anschauen, eine sehr irreguläre Hornhaut, das kann man so gar nicht sehen. Sie sehen aber hier die Abflachung der Hornhaut, Sie sehen hier ganz steil so ein Central Island, Sie sehen die Abflachung der Hornhaut und Sie sehen diesen Bereich, und das ist so ein typisches Bild nach radiärer Keratotomie. Und die Patientin kam vom Prinzip für die Frage der Linsenimplantation, 61 Jahre. Wir haben hier berechnet Kunstlinsen. Wir haben uns die Scheimflugaufnahmen nochmal angeguckt. Was wir hier gesehen haben, ist, wenn Sie das einkreisen, sind diese Schnitte hier vorne, kleine Trübungen in der Hornhaut. Auf der anderen Seite ebenfalls. Da sehen Sie schön die radiäre Keratotomie, wenn Sie genau hinschauen. Nochmal die Topografien. 3,7 Astigmatismus hat die Hinterfläche ergeben und 1,1 auf der anderen Seite. Und die war so irregulär, dass wir trotzdem gesagt haben, keine torische Linse. Hat einer von Ihnen vielleicht einen Plan für mich? Was soll ich machen? Kommt vielleicht nicht so in jeder täglichen Praxis vor, Zustand nach radiärer Keratotomie, so eine irreguläre Hornhaut. Aber 3,7 Astigmatismus. Normale Kat-OP, Patient ist heteroschuld wegen dieser Jugendsünde. Ganz normale Kat-OP? Das ist eine Jugendsünde, diese Keratotomie, oder? Selber schuld quasi, oder? Selber schuld? Ja, natürlich. Haben Sie ihm das auch so gesagt? Sagen Sie mal, ist gut. Patient after radial keratotomy has an irregular cornea. Patient comes in the office and tells, well, if you want cataract surgery, then just take a normal lens. And it's your fault that you had radial keratotomy. Also monofokal würden Sie machen, ja? Multifokal? Ja? Edolf? Nee? Noch was anderes? Okay, wir haben bei dem Patienten Pinhole-Linse gemacht. Well, we did see that. I tried to show you what we actually did. It's femto case. Let me go to the end, because then you will see. So this is the implantation. Make it short. We put this lens. Das ist eine Speziallinse, die vom Prinzip auf der Basis der Kameraimplantate, also in der Hornhaut eingesetzt wird, die Licht blockt. Und Sie dadurch vom Prinzip einen Tiefenschärfeneffekt bekommen und auf der anderen Seite die Aberration höherer Ordnung reduzieren. Jetzt gehen wir weiter. Da ist nochmal die Implantation. Da habe ich es ganz kurz gemacht. Da wird die Linse eingesetzt. So, was das Problem ist, operatives Problem, sehen Sie gleich am Ende. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wie wir nur konnten, aber Sie sehen, dass die radiäre Keratotomie an der Stelle aufgerissen war. Das heißt, ich musste die am Ende nochmal vernähen, die Inzisionen, weil sonst wäre die aufgewesen. Sie sehen das hier mit zwei radiären Nähten. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es das Auge oder das andere, musste ich sogar noch einmal die radiäre Naht, den radiären Schnitt mal vernähen, sodass sie drei Nähte hatten. Und ach so, hier mache ich es gerade. Ja?
sehen Sie auch nochmal diesen Schnitt der radiären Keratotomie habe ich vernäht und habe das dann beobachtet mit der Zeit. Und Sie sehen hier, wie das geht. Gehen wir weiter den Fall. Nach 3 Monaten hatte der Patient einen SC-Visus von 1,0. Und auf dem rechten Auge, wir haben beide Augen gemacht, kam relativ schnell nach dem zweiten Auge, wollte schon, nach dem ersten Auge wollte das zweite haben. Die andere Seite war auch nicht schlecht, plus 1 mit minus 0,75. Und insgesamt zeigte sich nach der Entfernung der Fäden, die ich dann nach ein paar Wochen gezogen habe, der Patient war sehr, sehr zufrieden, weil die optischen Phänomene waren deutlich reduziert mit diesem Implantat. Wenn Sie eine monofokale Linse hier einbauen, dann haben Sie das Problem, dass die nicht geblockt werden. Das Licht geht ja durch die radiäre Keratotomie einfach weiter. Und um dann letztendlich zu sagen, die Pentacam hat natürlich den Aufschluss gegeben, dass diese Regularitäten, das können Sie natürlich auch an der Spaltlampe sehen, aber so eine irreguläre Kornhaut würde ich vom Prinzip in diesem Bereich behandeln. Können Sie das auch einseitig, also wenn jetzt auf der anderen Seite schon eine HKL implantiert wurde? Und das ist auch eine einseitige Möglichkeit. Sie können auch dieses Implantat monofokal machen, also monokular machen. Es wird ja auch typischerweise zur Presbyopie-Korrektur. Diese Linse fällt unter die Tiefenschärfenlinsen. Ich habe gerade einen Artikel, den werde ich morgen oder übermorgen einreichen, eine Übersicht über Tiefenschärfenlinsen. Da ist die Pinhole die erste, dann kommen die Analogika, dann kommen die nicht diffraktiven oder die diffraktiven Optiken, dann kommen die nicht diffraktiven. Das sind 4 Möglichkeiten der Tiefenschärfenlinsen, die wir jetzt haben. Und die fällt als erster vom Prinzip darunter. War die noch relativ junge Dame, war erst 61. Hatte die noch relativ große Pupillen, dass sie eine Pinhole-Linse gewählt haben. Die Pupille wird ja kleiner im Laufe des Lebens. Ja, also die Pupille war, sagen wir mal, jetzt normal. Ich würde mal sagen, wir messen die immer, ich müsste nachgucken, aber die war jetzt nicht auffällig mini-klein, die war auch nicht mini-groß. Wenn die Knopfpupille hätte, 0, also ich sag mal 1 mm Pupille, dann hat man letztendlich den Effekt nicht, weil sie natürlich diesen Tiefenschärfeneffekt nicht kommen. Aber ich kenne eigentlich keinen Patienten, der bei Nacht nicht trotzdem eine Pupillenerweiterung bekommt. Und das Problem an der radialen Keratotomie, die gehen bis ins Zentrum rein und die haben halt optische Phänomene. Und das ist eine sehr schöne Option, letztendlich das auszublocken. Thomas, just one question. If the patient has a radial keratotomy in both eyes, would you implant in both eyes the pinhole lens? We did. I did, and with very good outcomes. Yes. Implanting in bilateral cases. So this was this is not the usual case because we did bilateral implantation. Usually, you only do one monocular normal lens and the other eye the pinhole lens in order to treat presbyopia. But here, the purpose was to treat aberrations, right? Okay, den Fall vielleicht noch hier, der ist auch noch ganz interessant. Also Patient, ich gehe nochmal zurück, 74 Jahre, Kataraktstadium 2, wollte unbedingt brillenfrei werden. Kommen viele Patienten zu uns, weil wir letztendlich viele Presbyopie-Korrekturen machen, uns den Patienten angeguckt, Spaltlampe, hier nichts Auffälliges, beginnende Katarakt. Patient hatte eine leichte Hyperopie, eigentlich optimaler Patient für eine multifokale Optik. Sie kriegen dann auch noch hier dieses Fast Screening Report mit der Pentacam. Da können Sie vom Prinzip immer hier schön rausgucken, wenn Sie sich das mal anschauen. Wir haben hier einen Parameter, den ich gleich besprechen will, nur mal zur Erklärung. Sie haben hier immer die Ausreißer und die Normalbevölkerung und Sie sehen hier, der Patient liegt genau letztendlich in der Mitte, in dem Fall von einem dieser Parameter. Und wenn Sie da drauf schauen, kriegen Sie noch mehr Informationen letztendlich über die Scheinflugaufnahme, also sehr wichtiger Parameter. Die Frage ist, würden Sie Kataraktchirurgie betreiben? Der Patient hat eine inzipiente Katarakt, 71 Jahre, plus 1. Ja? Schon, oder? Gibt es hier einen, der keine Katarakt dann machen würde? Noch abwarten, gut, kann man. Also der Patient kommt zur Kataraktchirurgie, Sie wollen Katarakt betreiben, ja. Okay, wir können auch sagen, nein. Würden Sie denn eine Presbyopie-Korrektur machen? Bis jetzt hat mich keiner gefragt, wie die Pentacam aussieht. Gucken wir uns die mal gleich an. Wir wollen also weitere Untersuchungen machen, was wir grundsätzlich bei jeder Presbyopie machen. Wir machen die Scheinflug als unseren Standard, die Pentacam als unseren Standard. Wir gucken uns das Ganze an. Und wenn Sie sich das so anschauen, sieht das erstmal relativ normal aus. Wenn wir uns das nochmal angucken, der Vorderabschnitt, Tomographie, Pentacam, zeigt sich hier. Wir machen typischerweise auch immer Endothelzelldaten. Die wollen wir sehen. Und wir machen OCT. OCT war regulär, keine Pathologien auf dem OCT. Das war das Endothel.
Patientin hatte eine Fuchs'sche Endotheldystrophie. Da wären sie ohne die Daten, ohne eine Endothel-Funktionsmessung mit Sicherheit auf die Nase gefallen. Wenn sie dem Patienten eine trifokale Linse einbauen, der sieht nichts mehr. Wir konnten noch nicht mal mehr die Zahl stellen. Aber wo ich darauf hinweisen will, das ist jetzt das, was ich gesagt habe, ist eigentlich eine Technologie, die sie bei jedem oder ein Untersuchungsverfahren, was sie bei jedem Patienten grundsätzlich machen sollen. Aber wenn sie sich die Pentakammer genau anschauen, und sie wollen ja lernen, was sie aus dieser Maschine alles rausholen können, schauen sie mal auf die rechte Karte. Die rechte Karte, die hier ist, die wir hier haben, das ist die Hornhautdickenmessung. Ich habe die mal hier für Sie heraus vergrößert. Und was Sie da sehen ist, die Hornhaut hat eine 659er Hornhautdicke. Das ist 100 Mikron mehr als der Standard der Normalbevölkerung. Das haben Sie auch eben gesehen in diesem Screening. Da lag diese schwarze Balken genau in der Mitte der Ausreißer und nicht in dem grünen Feld, das ist die Mitte der Normalbevölkerung, und in dem roten Feld, dieser Screening-Tool, lag es genau in der Mitte. Schon da hätte man es sehen können. Sie können hier dran sehen, dass dieser Patient eine Hornhautdicke hat, die atypisch ist. Und woher kommt die Hornhautdickenmessung oder die Hornhautverdickung? Die kommt durch die Fuchs'sche Endotheldystrophie. Der Patient, die Hornhaut zieht kein Wasser mehr. Also vom Prinzip, das Endothel zieht kein Wasser mehr. Es ist eine verdickte Hornhaut. Wir haben uns also vom Prinzip, hier können wir das auch nochmal schön in der kornealen optischen Densiometrie, da können Sie das auch nochmal sehen, auch diese Zahlen sind in der Pentacam herauszuholen. Wir müssten genau in diese Tools mal gucken, dann können Sie das letztendlich da sehen. Auch hier hätte man es schon gesehen, und wir haben uns natürlich dann, da komme ich gleich drauf, wir haben diesen Patienten mit einer monofokalen Linse operiert. Wir haben versucht, mit einem Femto zu arbeiten, um vom Prinzip hier Reduktion, ob das jetzt so indiziert, also die Indikation, da stehe ich schon voll zu. Wir haben versucht, Protektion zu machen, aber der Patient kam auch nach längerer Zeit nicht über einen Visus von 0,5 hinaus, mit einer plus 1,5 Refraktion, und das Endothel war nicht messbar. Wir hatten das schon diskutiert. Wir hatten schon mit ihm eigentlich den zweiten Sprit diskutiert. Der war unzufrieden. Hier zeigt sich nochmal die Densiometrie. Es zeigt sich nochmal diese dicke Hornhaut auch nach diesem Eingriff. Und das sehen Sie nochmal ganz schön hier. Ja, auch da wieder kann man viel von den Karten lernen. Da sehen Sie ja genau die Hornhautdicke 400, 500, 600. Die läuft genau hier. Also es ist eine richtig dicke Hornhaut. Die läuft unterhalb des Mittelwertes. Der Mittelwert, der liegt hier. Das ist die Mitte der Hornhaut, also die Mitte der oder der Mittelwert der Normalbevölkerung bei 540. Die war also deutlich dicker. Sie sehen es in den Karten, und das kann man hier alles aus der Pentacam herausholen. Warten war keine so gute Option. Cortison systemisch, Behandlung der Sicker, penetrierende Keratoplastik. Gut, ich habe dem Patienten eine DMEC gemacht. Sie sehen das hier mit dem OCT. Da sehen Sie nochmal richtig schön, wie es anlegt. Ich habe es nochmal in kurzer Zeit gemacht hier. Langsam. Sie sehen die DMEC-Lamelle hier. Ich gebe jetzt Gas ein, alles präpariert. Das ist nur ein kurzes Video davon. Hier legt sich die DMEC-Lamelle an. Und das sehen Sie schön im intraoperativen OCT. Sehr hilfreich für solche Operationen. Und weiter. Gut, dann haben wir hier Wert 0,6, 20, 30, also 0,63, 0,7 plus 0,25, 0,75. Patient ist jetzt bei 1500 Zellen. Das ist bei der DMEC immer so zwischen 15 und 2500, je nachdem, was sie für ein Implantat hatten, Transplantat hatten. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist, das hier ist die Formel. Da ist Barrett-Formel, da ist Olsen-Formel, da ist Giacomos-Formel drin, die alle vom Prinzip die Hinterfläche mit einführen und die auch hierfür eine Möglichkeit geben der Intraokularlinsenkalkulation. Darf ich mal was fragen? Also, Sie verlassen sich dann auf die Pentakam oder gehen Sie von vornherein, kalkulieren Sie die Linse anders von der Stärke her? Weil Sie wissen, da kommt eine D-Mac, die Hornhaut wird dann dünner, die Hornhautwerte werden sich ja verändern. Also auf die Fläche. Also grundsätzlich ist es so, dass wir die Patienten, die eine DMEC bekommen, die haben einen Hyper-Open Shift normalerweise, die werden wir immer auf ein bisschen myop. Also wir kalkulieren die so zwischen minus 0,75, minus 1, und dann kommen sie teilweise trotzdem auf eine Situation, wo sie dann ein emmetropes Ergebnis haben. Also sie sollen nicht auf 0 gehen, sonst werden die alle hyper-op. Aber die Frage ist hier, wie wir das vom Prinzip noch mehr einengen können, und das geht letztendlich über die Tools, die ich gerade gezeigt habe.
Und das ist die Möglichkeit. Meine Damen und Herren, die Zeit ist ja rum. Ich habe noch 2, 3 weitere Fälle, aber das ist jetzt zu viel Kleinkram. Da gibt es auch noch viel zu sagen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Ich möchte vielleicht als Schlusswort sagen, die Tomographie mit den Features, die wir hier haben, also letztendlich das Gerät, wovon wir heute Nachmittag gesprochen haben, haben unheimlich viele Vorteile in der präoperativen Diagnostik, nicht nur für die Operateure, sondern auch letztendlich für die niedergelassenen Kollegen, weil die natürlich sehr viele, die nicht operativ tätigen, aber sehr viel in der, sagen wir mal, in der täglichen Diagnostik dazugewinnen können, was sie sonst teilweise wirklich nicht sehen. Und auch da kann man natürlich viel mit seinen Patienten arbeiten und die Augenheilkunde voranbringen. Ich bin sehr froh, dass letztendlich diese Entwicklung stattgefunden hat. Herr Köschel, ich war noch in der damaligen Zeit dabei, als die Scheinflug-Technologie in Bonn von Herrn Hockwien und der Arbeitsgruppe und Herrn Wegner letztendlich entwickelt waren. Das waren damals Möglichkeiten der Linsenmessung für pharmakologische Untersuchungen. Das ist jetzt 25, 30 Jahre her und ich bin sehr dankbar, dass wir inzwischen diese Möglichkeit weiter vorangetrieben haben und uns so eine schöne Möglichkeit der Diagnostik gegeben haben. Vielen Dank auch an Sie und vielen Dank, dass Sie hier waren. Applaus